Wenn du das nicht weißt, brauchst du eigentlich mit Online-Marketing überhaupt nicht anzufangen. Das war so im Online-Marketing wahrscheinlich die beste Erfahrung, die wir gemacht haben. Genau das ist so dieses eine Element, was nachher den Unterschied macht, ob du im Online-Marketing erfolgreich bist oder halt auch meistens nicht. Der Internet hat die Welt erobert. Ich glaube, es gibt keinen Bereich, wo man noch stärker merkt, dass sich etwas verändert hat wie im Marketing, nämlich im Online-Marketing. Als ich noch Marketing studiert habe, damals 1926, als ich noch Marketing studiert habe, da war Online-Marketing so ein Teilbereich vom Direktmarketing. Also da gab es so, ne? Und da habe ich in meinem Studium gelernt, okay, es gibt eine Website. Und das braucht man halt. Aber letztendlich ging es um ganz andere Themen. Mittlerweile würde da heute keiner mehr drüber reden, weil die meisten Unternehmen die größten Budgets ins Online-Marketing investieren und Online-Marketing in seiner Gänze quasi alle anderen Bereiche abgelöst hat. Das Spannende ist, wir werden heute ein bisschen über Grundlagen des Online-Marketing reden. Also wenn du sagst, ich habe mit Online-Marketing gerade erst angefangen oder ich tue mich da noch mit schwer oder ich habe eigentlich noch gar keine richtige Ahnung davon oder was ist das überhaupt, dann ist es dein Video. Wenn du sagst, ich bin der ultimative Hardcore-Pro, was Online-Marketing angeht, dann ist es nicht dein Video, dann weg. Nein, dann darfst du dir gerne eins der anderen 300 Millionen Videos angucken oder Podcasts anhören, die wir dir zur Verfügung stellen. Also, wir fangen mal mit Online-Marketing so ein bisschen an. Online-Marketing ist ja im Prinzip das Marketing, die Außendarstellung, die Vermarktung, das Branding, die Kommunikation, dazu gehören ganz viele Sachen, im Online-Bereich, also in das Internet. Ne? Das kann aber auch auf Apps sein oder wie auch immer auch anders dargestellt. Wichtig ist, viele Leute verwechseln das und denken, Online-Marketing wäre jetzt nur Online-Werbung. Das ist es nicht, weil wer schlau ist, der weiß, im Marketing gibt es 4 Ps und eins von den Ps ist eben Promotion, das ist die Vermarktung, die Werbung. Aber es gibt eben auch noch 3 andere und ein anderes davon ist zum Beispiel auch das Produkt. Also das heißt, erstmal zu verstehen, was das überhaupt ist. Marketing ist also nicht nur Werbung, sondern auch das Produkt, die Vermarktung, die Darstellung, das Branding, der Vertrieb etc. pp. Und im Online-Marketing geht es halt darum, das alles online zu machen. Also nicht nur, wo machst du Werbung, sondern zum Beispiel auch, wie sieht dein Geschäftsmodell ganz konkret aus? Was ist dein Geschäftsmodell überhaupt? Welches Pricing hast du für deine Produkte? All das ist auch übrigens Marketing und eben nicht nur, wo schalte ich jetzt bei Facebook Werbung? So, was sind die Grundlagen? Also jetzt haben wir gerade mal ein bisschen darüber geredet, so das war ja wie so eine Mini-Definition, was überhaupt Online-Marketing ist. Was sind die Grundlagen? Die erste Grundlage ist ja erstmal, was versprichst du dir überhaupt davon? Warum machst du überhaupt Online-Marketing? Was macht Online-Marketing für dich überhaupt relevant? Willst du deine Reichweite vergrößern? Willst du deine Produkte verkaufen? Willst du ein besseres Image aufbauen? Viele Leute sind dann immer, ja, alles, Felix, ich will alles. Alles ist immer schwer, ne? Das ist immer so, man kann nicht alles haben, sondern eben vielleicht erstmal nur etwas. So, das heißt, überleg erstmal, was ist das Ziel, was du damit sozusagen erreichen willst. So, jetzt hast du zum Beispiel gesagt, ich will online Geld verdienen. Gut, Geld verdienen ist vielleicht das Endziel. Geld verdienen resultiert aus Kunden. Kunden resultieren vielleicht aus Aufmerksamkeit, aus Bekanntheit. Dass jemand überhaupt auf dich aufmerksam wird, dann erkennt, was du anbietest. Da hilft im Marketing immer das ganz spießige alte AIDA-Modell. Attention, Interest, Desire und Action. Also du musst ja erstmal irgendwie, muss dich jemand sehen. Vielleicht denkst du dir jetzt, geiler Typ, coole Produkte von dem, ey, bei dem kaufe ich was. Das hättest du ja nie gemacht, wenn du mich nie bemerkt hättest. Und dann muss es aber so sein, dass das, was ich tue und mache, für dich halt auch eben ein bestimmtes Interesse macht. Und das ist im Online-Marketing genauso wie im Offline-Marketing. Oft gibt es da ganz, ganz viele große Parallelen, die man gelernt hat. Das Online-Marketing hat sich aber dahingehend verändert, als dass es eben nicht mehr nur noch eine Komponente ist, sondern dass es ganz, ganz viele sind. Also zum Online-Marketing gehören Sachen wie Suchmaschinenoptimierung, Google Ads, Facebook-Werbung, Podcast, das Pricing auf deiner Webseite, die Bestellprozesse, deine Webseite als solches und so weiter. Also es ist ein sehr umfangreicher Bereich. Das heißt, du musst erstmal überlegen, für dich, nachdem du das Ziel festgelegt hast, okay, wie gehe ich da jetzt vor, wenn das für mich wichtig ist? Bringe ich mir das alles jetzt selber bei? Suche ich mir eine Agentur, die das für mich macht? Nehme ich mir einen Berater in die Hand, der mich dabei begleitet? Kann ich manche Sachen davon? Kann ich manches davon nicht? So, keiner oder die wenigsten davon können alles. Ja, früher gab es Online-Marketing-Agenturen, da hat ein Typ alles gemacht.
heutzutage gibt es einen, der macht SEO, einer macht TikTok-Werbung, einer macht das. Weil je größer Bereiche werden und je spezialisierter Bereiche werden und je mehr Teile in diesen Bereichen sozusagen drin sind, desto spezialisierter werden letztendlich auch die Dienstleister, die in diesem Bereich sind. So, das heißt, für dich der nächste Punkt nach der Zieldefinition zu entscheiden, willst du dich jetzt diesem Thema selber widmen, willst du das abgeben oder was auch immer. Auch wenn ich jetzt selber ein Berater bin, gebe ich dir trotzdem da, also wenn ich es machen würde und so sage, ich fange neu mit diesen Bereichen an, dann würde ich mir auf jeden Fall einen Berater suchen. Ich würde nicht direkt zu einer Agentur laufen, sondern ich würde mir jemanden suchen, der davon Ahnung hat und der mich dabei begleitet, auch dabei begleitet, zum Beispiel eine Agentur zu suchen und so weiter. Also du kaufst ja auch nicht direkt ein Auto, sondern fragst Papa und Mama, welches Auto vielleicht das Richtige ist. Und deine Eltern sind hier als Berater für dich aufgetreten. Heute würde man vielleicht Coach sagen, aber das ist so das, was ich im Online-Marketing quasi als nächstes tun würde. Neben der Zieldefinition und der großen Entscheidung, wie viel bringe ich mir jetzt selber bei, musst du natürlich auch überlegen, wen will ich jetzt hier überhaupt erreichen? Wer ist denn so meine Zielgruppe, die ich da erreichen will? Was sind das für Leute? Welche Kanäle nutzen die? Auf welchen Social-Media-Portalen bewegen die sich? Welche Sachen sind für die Leute sozusagen relevant? Also ein Gefühl dafür zu bekommen, wer derjenige ist, was den interessiert, was der tut, was der macht, wie der auftritt. Und dann gehst du als nächstes hin und entwickelst quasi eine Strategie. Bisher alles gar nicht so wirklich kompliziert. Man denkt immer, Online-Marketing, das wäre jetzt hier alles irgendwie technisches Brimborium. In der Regel ist das heutzutage gar nicht mehr, weil gerade die technischen Komponenten durch die Digitalisierung halt extrem vereinfacht wurden. Das heißt also hinzugehen und zu überlegen, welche oder wie sieht die Strategie ganz konkret aus? Also, wie gehe ich in den Markt? Mit welchem Branding trete ich da auf? Was mache ich online im Verhältnis zu offline? Wie sieht die Verbindung zwischen online und offline überhaupt aus? Gibt es da überhaupt eine Verbindung zwischen diesen zwei Bereichen bei mir? Oder will ich mich nur aufs Online-Marketing konzentrieren? Wie viel Budget will ich für mein Online-Marketing ausgeben? Wie sieht so mein Aktionsplan im Online-Marketing aus? All die ganzen Sachen sind Grundlage dafür, überhaupt irgendwie ein Konzept aufzustellen, durchzustarten, Online-Marketing durchzuführen, zu machen, was auch immer. Also eigentlich gar nicht so kompliziert. Und letztendlich, und da wird es wahrscheinlich vielen von euch drum gehen, kommt es natürlich dann auf die Maßnahmen an. Also was kann ich jetzt sozusagen im Online-Marketing tun? Und das Portfolio ist breit. Also es gibt Rosen, Tulpen, Narzissen, Sonnenblumen und keine Ahnung, mehr Blumen kenne ich leider nicht. Also es gibt viele Sachen, die du tun und die du machen kannst, um dann mit deinem Business im Online-Marketing durchzustarten, anzufangen, wie auch immer. Und lass dich nicht entmutigen, wenn du am Anfang merkst, es gibt viele Sachen, die vielleicht noch nicht so gut funktioniert haben. Es gibt manche Sachen, die haben überhaupt nicht funktioniert und. Ja, also hier hinzugehen und zu überlegen, welche von diesen Sachen kannst du wirklich nacheinander angehen. Und zunächst kommt es natürlich erstmal so ein bisschen darauf an, auch eine gewisse Art von Auftritt zu kreieren. Also bestehend aus Social-Media-Portalen, bestehend aus einer Webseite, dass du dir die Domain reserviert hast, dass du eine vernünftige Seite aufgebaut hast, dass du, da gibt es jetzt 600.000 Einzelvideos, zu können wir nicht auf jeden Punkt sozusagen eingehen, aber dass du dann halt hingehst und diese Sachen halt peu à peu aufbaust, dass du dir alle Domains sicherst, die relevant sind, dass du alle Social-Media-Portale, Profile dir anlegst, die für dich relevant sind und dann für dich vielleicht auch eine Art von Content-Strategie entwickelst, also zu überlegen, welche Inhalte gebe ich denn jetzt weiter, was ist denn für die Zielgruppe interessant und wichtig hier immer den Blick auf den Kunden zu haben. Viele machen hier den Fehler und überlegen das so im stillen Kämmerlein für sich. Es gibt halt Online-Tools, sehr, sehr viele Online-Tools, den Google Keyword Planner oder irgendwelche anderen Sachen, wo du mit rausfindest, was jemand online überhaupt sucht und wenn du weißt, was jemand online sucht, dann kannst du demjenigen das auch anbieten. Es bringt dir nichts, wenn jemand Rosen sucht oder wenn die Leute alle nach Rosen suchen und du bist jetzt hier der Narzissenexperte. Im Prinzip musst du dir deine Webseite eigentlich genau so vorstellen, wie so eine gewisse Art von Ladengeschäft. Ist es da aufgeräumt? Verstehe ich, was es gibt? Werden die Vorteile klar dargestellt? Sind die Produkte interessant? Genau wie das im Geschäft ist. Also gerade wenn du neu bist im Online-Marketing, dann hilft es dir häufig ganz, ganz stark, das so ein bisschen wie mit so einem Geschäft zu betrachten. Woher kommen die Leute? Wie kriege ich die? Weil es bringt ja nichts, du machst jetzt ein Geschäft auf. Dann kommen die Leute nicht. Das Geschäft ist irgendwo in einer Seitenstraße, in einem Gewerbegebiet. So ist Online-Marketing. Sondern dass du halt überlegst, okay, wie schaffe ich es jetzt, da Traffic drauf zu kriegen? Da unterscheidet man in der Regel zwischen organischem Traffic, also der zum Beispiel über deine Social-Media-Seiten kommt, und Paid-Traffic, also Traffic, für den du bezahlt hast, also Besucher, für die du bezahlt hast, Traffic-Verkehr, ne, für die du bezahlt hast. Das ist sozusagen die Ausrichtung. Da musst du halt einfach gucken, welche dieser Kanäle machen bei dir Sinn, wie viel Budget hast du, dass du da Leute hinbekommst.
Es macht ja einen großen Unterschied, ob du jetzt zum Beispiel einen Online-Shop hast, ob du eine Webseite hast oder ob du vielleicht gar nichts davon hast und deine Produkte direkt bei Instagram verkaufst. Alles das ist sozusagen absolut machbar und möglich. Du merkst, wie komplex das Thema aber ist. Und beim Online-Marketing ist vor allem dieser Faktor der Strategie und die Verbindung zwischen den verschiedenen Elementen zu sehen und zu verstehen ein ganz entscheidender. Darum ist es da auch nochmal eine Empfehlung, wenn du sagst, ich habe damit noch nicht so viel Ahnung, ich kenne mich damit noch nicht so gut aus, dann kann ich dir solche Dinge empfehlen, wie die wir anbieten, ohne dass ich jetzt selber Werbung für uns mache. Also wir haben ein Private Coaching, wo wir die Leute wirklich an die Hand nehmen, 1:1 begleiten, beraten, unterstützen und denen zeigen, was sind sozusagen die Schritte, die sie nacheinander gehen müssen. Das solltest du dir dann ganz konkret anschauen und überlegen, welche dieser Schritte sind sozusagen für dich relevant. Ja? Also kommen wir zu den Kanälen, wo du sehr, sehr viel machen kannst. Also bei dem einen oder anderen eignet es sich mehr, Google Ads zu schalten, also Werbung bei Google zu schalten. Bei dem einen oder anderen ist es vielleicht eher Suchmaschinenoptimierung. Bei dem einen oder anderen sind es Facebook- und Instagram-Anzeigen. Bei manchen ist es vielleicht auch YouTube und Podcast und keine Ahnung was. Wichtig ist, hier meine Empfehlung, nicht alles auf einmal zu machen. Also viele starten gerade am Anfang und machen dann alles wie die Großen und das funktioniert meistens nicht. Da macht es meistens mehr Sinn, sich auf eine Sache zu konzentrieren, auf eine Sache zu fokussieren und diese eine Sache in den Vordergrund zu stellen und dann versucht, diese eine Sache erstmal durchzuziehen. Dann sauber zu tracken, zu genau zu gucken, was ist denn der Impact, was ist daraus entstanden, was hat das gebracht, dass ich das gemacht habe. Ich habe Flyer in der Stadt verteilt, 500 Stück, da stand immer drauf, mit dem Code Flyer kriegst du folgenden Rabatt und dann guckst du dir nachher an, wenn du alle verteilt hast, 2 Wochen später, wie viele haben den Code eingelöst. Und genau so machst du es auch im Online-Marketing, dass du dir anguckst, welche von den Möglichkeiten haben überhaupt funktioniert, welche Sachen haben nicht funktioniert. Und ich glaube, wenn du die Sachen so ein bisschen strukturiert aufbaust, dann hat man für sich selber schon sehr, sehr gute Grundlagen geschaffen. Also Online-Marketing, ein riesiges Feld, das ist wahrscheinlich eins von 800 Videos, die du dir wahrscheinlich angucken wirst. Es gibt dann noch Videos zur Website und zu jedem Einzelfeld gibt es dann noch 80 Unterpunkte und da gibt es wiederum neue 80 Unterpunkte. Aber geh das spannend an, geh das interessiert, geh das neugierig an und nicht so, oh Gott, damit hatte ich bisher noch nie was zu tun und wie mache ich das jetzt? Vielleicht hast du einen Laden, vielleicht machst du bisher mehr offline und stellst dir deswegen die Frage, wie du dahin gehst. Aber im Endeffekt ist es, wenn man den richtigen Partner an der Seite hat, überhaupt nicht so schwer. Wenn du eine Frage zum Thema Online-Marketing hast, dann schick sie uns doch einfach. Wir beantworten jede Frage, die wir bekommen. Egal, ob du jetzt hier in die Kommentare schreibst, egal, ob du uns bei Instagram eine Nachricht schreibst, egal, ob du uns eine E-Mail schreibst an hallo@felix.team, egal, für was du dich entscheidest, schick uns einfach gerne deine Frage, auch wenn du eine Frage hast, wie du dein Wissen im Online-Marketing noch weiter ausbauen kannst. Wir beantworten es gerne. Schön, dass du da warst. Du sollst den Kanal abonnieren und einen Kommentar sollst du dalassen. Komm, yalla, voran jetzt!